What's up, moin Leute, Van Ori am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit dem Julius02 in seinem AMX ELC Biss und ich selbst erinnere mich noch ganz gut an diesen Panzer. Sehr, sehr gute Tarnung, ziemlich gute Kanone von den Penetrationswerten her, wenn ich mich nicht ganz vertue, muss ich mal eben nachgucken. Ja, 170 mm Durchschlagskraft auf den Standardkugeln und 240 durchschnittlicher Schaden, also eine ganze Menge und durchaus ausreichend in diesem Matchup hier. Stufe 6, das ist der Traum eines jeden Light Tanks, nur eine Stufe höher gematcht zu werden. Das ist absolut fantastisch für unseren lieben Julius hier, der sich erstmal am Anfang des Matches hier in diesen kleinen Busch reinsetzt, wie es aussieht. Weil nämlich es meist tödlich ist, auf der Einsatzlinie da oben hinzufahren, wo er bereits hinzielt. Da ist der Norden im Vorteil, der ist nämlich schneller an dieser Stelle. Ist ein bisschen unfair, aber naja, man kann eben nicht alles haben. Dafür kommt das südliche Team schneller eigentlich oben auf den Hügel drauf. Wie es aussieht, hat Julius sein Team aber keine große Lust, weit entfernt vom Spawn zu sein. Die würden lieber alle an einer Ecke kuscheln und Kumbayama Lord singen oder so ein Quatsch. Ja, vielleicht noch ein kleines Lagerfeuer machen oder so. Liebesperlen essen und was weiß ich was. Nicht alles diese Leute gerne machen würden, statt wirklich Panzer zu fahren und dem Gegner ein wenig auf den Sack zu gehen. Aber naja, man kann nun mal nur sein eigenes Spiel wirklich beeinflussen. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass das Einzige, was man wirklich verbessern kann, von Spiel zu Spiel man selbst ist. Zu jeder Zeit. Beziehungsweise sein eigenes Platoon oder auch seine Clan-Gefechtsgruppe. Je nachdem, ob man halt entsprechend der Zugführer dann halt ist oder auch nicht. Ne? Man muss immer darauf achten, was kann man selber besser machen, wie kann man gut mit seinen Leuten kommunizieren, etc. pp. Und da hinten ist schon einiges tot und wir scheinen schon drei Panzer im Hintertreffen zu sein. Leute, das sieht gar nicht gut aus. Macht das vier. Meine Güte. Sieht so aus, als hätte der Gegner hier leichtes Spiel mit dem Team von Julius. Allerdings denke ich mal nicht, dass Julius das unbedingt auf sich sitzen lassen möchte und geht mal eben so einen Angriff über. Hallo Skoda! Der erste Schuss vom Skoda ging schön in die Ketten rein und die Nachladezeit vom ELC Biss ist jetzt nicht unbedingt gut, reicht aber allem Anschein nach vollkommen aus, um nach dem zweiten Schuss vom Skoda T24 dem noch eine zweite Stelle reinzudrücken und ihn herauszunehmen. Oben die Su-5, die ein wenig gefährlich hätte werden können, ist mittlerweile auch schon raus. Und jetzt steht nichts mehr zwischen ihm und der M44, die wahrscheinlich schon, ja, Kugeln schwitzt buchstäblich und versucht jetzt hier irgendwie noch wegzukommen. Das Team, das gegnerische, versucht hier verzweifelt, wie es aussieht, ihre Artillerie zu retten. Allerdings treffen die nichts, denn der ELC-Biss ist nun mal flach wie sonst noch was und überhaupt nicht einfach zu treffen. Vor allen Dingen, wenn man, wie Julius das hier wunderbar vormacht, nicht stehen bleibt. Das, was ganz, ganz wichtig ist in den leichten Panzern, was ich selber aber immer noch nicht verinnerlicht habe. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel livestreame und man sieht mich im Light Tank irgendwo dumm rumstehen, beschossen werden, liegt es daran, dass ich es halt einfach noch nicht ganz gecheckt habe, auch wenn ich es weiß. Das ist es nämlich, was einem manchmal so ziemlich den Arsch und auch einige Spiele retten könnte, wenn man nicht so unfähig wäre. Na? Kill Nummer 3 mittlerweile hier auf den T-34-85. Kann er sich noch die Panzer selbst von der fette WC holen? Jawohl, wunderbar. Killstealing vom Feinsten. Natürlich gibt es sowas wie Killstealing hier nicht wirklich. Außer es geht um einen Top Gun vielleicht.
Aber selbst dann muss man sich die Kills, die man kriegt, eben verdienen. Hier haben wir jetzt noch einen gegnerischen ELC-Biss. Das war der Typ, der, glaube ich, in der Mitte irgendwie rumgedümpelt ist. Kriegt ihn raus. Der erste Anlaufversuch war nicht unbedingt gut, aber der zweite dafür umso besser. Ohne wirklich stehen bleiben zu müssen, ohne einzuzielen, nimmt er da auf Kurzentfernung einfach mal seinen direkten Konkurrenten aus dem Spiel. 5 Kills, aber es steht immer noch ein wenig schlecht für das Team von Julius, der hier wunderbar dem Schuss vom KV1S ausweicht, der anscheinend noch nicht ganz festgestellt hat, dass man sowohl die Ketten als auch den Turm gleichzeitig drehen muss, um einem Light Tank wirklich Schaden zuzufügen. Kann er dem dritten Schuss nicht ganz ausweichen? Schade, aber dafür hat er jetzt auf jeden Fall mehr als genug Zeit, um den letzten Schuss reinzusetzen, den er auch wunderbar verwandeln kann, den er rausnimmt. Gegnerische Grille knapp verfehlt. Glücklicherweise, das bedeutet, dass er noch einen Schuss aushalten könnte, theoretisch. Kommt immer darauf an, wer ihn da genau beschießt. Da oben ein Lago auf vollem Leben, für den wird er auf jeden Fall 2 Schüsse brauchen, um ihn rauszunehmen. Lago dagegen sollte nur einen Schuss brauchen, um ihn rauszunehmen. Die Frage ist natürlich, kriegt er es hin, den Schuss zu verwandeln? Und leider nicht ganz. Auch auf diese kurze Entfernung hat es nicht geholfen, da wirklich irgendwie was zu machen. Lago versucht ihn natürlich jetzt unter Druck zu setzen. Er kann den einen Schuss verwandeln, nimmt ihn leider nicht vollständig raus. Schade. Und einen zweiten Schuss wird er nicht mehr kriegen. 6 Kills sollen es sein. Den Lago, den hat der Crusader da rausgenommen noch am Ende. Wunderbar gemacht. Der Crusader auch mit 3 Kills. Sehr, sehr gut. Die Stufe 5 Panzer haben das Spiel hier definitiv dominiert. Zumindest im Team von Julius. Allerdings sieht es so aus, als würde es nicht ganz genug gewesen sein. 2, 1... Und Ende im Gelände. Das war die Glocke für den Sieg von den Gegnern. Leider, leider, leider. Sehr, sehr gut gefahren. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Er ist durch die Gegner durchgeputtert wie sonst noch was. Wie ein richtig heißes Messer durch Butter eben mal durchgeht. Wir schauen uns die Endstats mal an. Schade, dass das Defeat oben drüber prangern muss, aber es war trotzdem das Panzerass zusammen mit dem Großkaliber, dem Krieger aka Top Gun, und mit 2023 Schadenspunkten steht hier definitiv oben über beiden Teams, flockig drüber. 6 Kills auch damit am meisten aus beiden Teams gemacht und mit 752 Erfahrungspunkten an zweiter Stelle, knapp hinter dem AMX ELC bis aus dem Gegnerteam, der allerdings diese Menge an Erfahrungspunkten hauptsächlich durch das bisschen Spotting, was er hier gemacht hat, bekommen hat, und weil sein Team eben gewonnen hat. 12 Schüsse hat abgegeben, 11 davon sind durchgegangen, und wir haben gesehen, hätte er den einen Schuss nicht verschossen, dann hätte er am Ende vielleicht noch überlebt und mit etwas Glück sogar noch den Cap resetten können. Leider hat er das nicht ganz hinbekommen, aber dafür immer noch ein absolut geniales Spiel, was unser lieber Julius hier abgeliefert hat. 22.000 Silber plus ohne Premium-Account und durch einen kleinen Bonus, wie man hier unten so schön sieht, ganze 1.173 Erfahrungspunkte, die manch ein anderer, aka ich, nicht einmal in Siegen davon trägt. Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr ein richtig geiles Replay hattet, dann könnt ihr mir das natürlich zuschicken. Also, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Videobeschreibung gehen, auf wotreplays.com klicken, dort euer Replay hochladen und es mir zur ebenfalls in der Videobeschreibung stehenden E-Mail-Adresse schicken. Das Ganze dauert maximal 2 Minuten. Ich bedanke mich recht herzlich dafür und fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.